Herzlich willkommen, liebe Fischer, hier auf Cleopatra Orakel. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Wir werden uns diese Woche wieder mal die Energien für die kommende Woche anschauen und bin schon sehr gespannt, was sich in den Karten für dich zeigen mag. Die Energie der Woche ist komisch. Ja, hast du schon vielleicht gesehen und nicht verstanden, die Pausetaste. Das ist eine Energie, die plötzlich ins Stock gerät. Ja, aus welchem Grund auch immer, ob von dir verursacht oder von oben verursacht oder weil du plötzlich zweifelst und stehen bleibst oder ob du plötzlich Angst bekommst vor dem nächsten Schritt oder weil noch irgendwas fehlt. Was auch immer da der Grund ist, kommt kurzfristig die Energie ins Stocken. Und das ist jetzt die Energie für alle. Und für dich, lieber Fischer, habe ich etwas wahrgenommen, was als eine Skulptur auf einem Schloss oder Haus war, eine Steinskulptur. Das war quasi ein Gesicht, die so ähnlich wie, wie die Sonne von Teletubbies ausgesehen hat, mit dem Babygesicht drin, falls du das noch kennst. Und das hat sich plötzlich von dem Haus abgetrennt und hat sich angefangen nach oben zu bewegen. Also irgendwas, was versteinert war, kommt in Bewegung. Ja, und zwar im Positiven. Okay? Also eine positive Entwicklung diese Woche auf jeden Fall. Etwas, was unbeweglich erschien, wird in Bewegung kommen. Okay? So. Was ist denn die herausfordernde Energie für dich, liebe Fischer, in der kommenden Woche? Ja, das Versteinerte, das bist du in irgendeiner Form, bist alt und verstaubt und, Entschuldigung, nimm das natürlich nicht persönlich, ja, aber so ist die Energie und plötzlich traust du dich in die Sonne zu kommen. Und das bringt dann vieles ins Gleichgewicht erstmal, ja. Irgendeine Energie ist auch möglicherweise ins Stocken geraten. Ja? Ich habe neue Orakelkarten von der lieben Ursula. Vielen lieben Dank für dich, an dich für diese Karten. Das sind mystische Momente, Orakelkarten von Katrin Welz-Stein. Und wir werden sehen, wie gut ich damit die Energien auffangen kann, ja? So, welche Energie unterstützt dich bitte? Lorelei. Jetzt lass mich kurz überlegen. Ist das nicht diese in Schweiz? Irgendein Ort? Ach Gott, ich weiß es nicht. Schatz der Erinnerung. Es ist schon wieder Meerjungfrau. Ich mag keine Meerjungfrauen. Okay. Habe ich vorhin schon in irgendeinem Video gehabt, diese Meerjungfrauengeschichten. Ich mag das gar nicht. Gnade, Kraft, Verantwortung, Schicksal. Schau mal, du hast die Möglichkeit, du hältst diesen Schiff hier mit dieser Schnur, diesen Anker, sodass das Schiff nicht wirklich weit von dir wegkommt. Ne? Und das darfst du loslassen. Es liegt in deiner Hand. Genauso wie hier, Schatz der Erinnerungen, die darfst du loslassen. Hältst du auch diesen Luftballon in der Hand, darfst du loslassen. Irgendwas aus der Vergangenheit hält dich zurück, du hältst die Energie zurück und damit kannst du nicht vorankommen. Irgendwie eine versteinerte Energie. Aber es wird alles gut. Damit kannst du alles erreichen. Wenn du das schaffst, kannst du alles erreichen mit der Person aus der Vergangenheit oder mit den Erinnerungen aus der Vergangenheit. Ja? Du kannst daraus lernen, du kannst deine Lehre daraus ziehen, du kannst damit aufsteigen, du kannst damit Reichtum erreichen, du kannst damit glücklich werden. Wenn du dich in Bewegung setzt. Ja, und du wirst zum Herrscher, weil du endlich dein Gleichgewicht bekommst zwischen weiblich und männlich, ja?
Erinnerungen, Altes in sich zu behalten, ist für mich eindeutig die weibliche Energie. Ja. Zwar die weibliche Energie ist Yin und die ist im Fluss, aber wenn sie im Schattenseite ist, dann fließt sie eben nicht. Aber Erinnerungen ist etwas, was das weibliche Thema für mich betrifft. Es ist meine Wahrnehmung, ja, für mich betrifft. Und das, was du bekommst, ist die männliche Energie, etwas wieder umzusetzen, die Materie, ja. Da kommen Ware mit dem Schiff auf dich zu, aus denen du etwas erschaffen kannst, ja. Das können Ideen sein, das können Möglichkeiten sein, das weiß ich nicht, ja. Neues erschaffen, Zukunft erschaffen. Ja, nochmal das Gleichgewicht hier. Waagekarte auch, ja. Loslassen bringt, und das ist ungefähr die Sonne, die ich da so ungefähr gesehen habe, die sich da einfach in die Luft plötzlich bewegt, ja. Und können Herzensentscheidungen, wobei ich das hier nicht unbedingt als Herzensentscheidungen wahrnehme, sondern eine alte Geschichte, die an dir noch hängt, von jemandem, der gar nicht da ist, ja. Wo du aber Schwierigkeiten hast, es loszulassen. Wenn du schaffst, diese Erinnerungen loszulassen, in die Welt, in die Energie wieder zurückzugeben, ja, dann wird sich das Rad des Schicksals für dich drehen. Okay? Sehe ich gerade, dass die Kamera sich ein wenig gedreht hat. So, bitte um 5 Karten für die Fische für die kommende Woche. Sehr gut. Du wirst vieles besiegen können diese Woche. Etwas Schönes eigentlich, ja. Bei etwas, was an dir hängt, aber sich nicht mehr weiterentwickeln konnte, ja. Hier fehlen von 7 zu 10 der Münzen 3, ja. Und die 3 der Münzen ist immer so der Aufstieg, ne? Der Aufstiegmoment in der Weiterentwicklung, wo wir etwas verstanden haben, wo wir etwas dazugelernt haben, wo wir irgendwelche Schlüsse daraus gezogen haben und so weiter und so fort. Also du hast gesät und gesät und gesät und wolltest ernten, aber das war nicht möglich. Und jetzt verstehst du, dass dieses Sehen, was du getan hast, dich nur zurückgehalten hat und du bist wie versteinert. Ja? Du hängst hier wie versteinert und kommst nicht weiter. Jetzt geht es darum, ich fühle das so, das Thema nochmal aufzurollen, sich mit der Enttäuschung der Vergangenheit nochmal auseinanderzusetzen und sie zu besiegen, um diese Trauer zu verlassen und das Ganze wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Es ist hier Ungleichgewicht dessen, was die Situation der Vergangenheit mit dir gemacht hat, aber gleichzeitig nicht sich nicht weiterentwickelt, aber und das damit dich ins Stocken gerät und du versteinerst. Okay? Als Klärungskarten nehme ich die Karten, die Mini-Witches, die ich von der lieben Paula bekommen habe. Vielen lieben Dank nochmal. Ja, Klärungskarte, 7 der Münzen und 7 der Münzen. Und eben, hier muss man suchen, gibt es hier überhaupt eine Möglichkeit der Weiterentwicklung? Ja? Und du wirst in deinem tiefsten Inneren feststellen, dass es hier keine Möglichkeit dafür gibt. Und wenn du das festgestellt hast, dann wirst du wissen, dass es an der Zeit ist, sich aus der gehängten Position zu befreien. Transformation und kleine Schritte heraus, mit kleinen Schritten herauszukommen, gleichzeitig natürlich ein Gleichgewicht zu bekommen, auch mit der Waage hier und mit dem 4 der Stäbe.
damit du endlich vorwärtsorientiert bist und nicht rückwärtsorientiert bist mit deiner Energie, okay? Siebente Schäbe. Da gibt es eben diesen Mann, bei dem du immer wieder noch irgendwie in siebener Reihe, ne? Das ist siebener Reihe ist für mich immer so diese Frustration, Illusion, versuchen etwas übers Knie zu brechen und ja. Das ist vor etwas wegzulaufen. Das ist eine sehr komische Energie, ja, wo man eben an etwas festhält, was nicht real ist häufig, ja, aber man versucht immer noch etwas am Leben zu halten, was schon eigentlich längst tot ist. Und hier möchte sich Gerechtigkeit einspielen, aber das wird erst dann kommen, wenn du dich durchsetzt. Nicht versuchst, das Alte durchzusetzen, sondern wenn du dich durchsetzt. Ja? Ja, und hier geht es eben um die Enttäuschungen und Verletzungen auf deinem Herzen, die stattgefunden haben. Mit der Hohenpriesterin ist das ganz, ganz tief in dir verankert. Das ist eine tiefe Verletzung, das ist eine familiäre Verletzung. Das kann auch deinen Vater betreffen, das kann auch deinen Partner betreffen. Das kann Verschiedenes sein. Das ist tief in deiner Seele verankert und es betrifft oder hat Einfluss auf alle deine zwischenmenschliche Relationen. Ja? Das kann auch als tiefes Geheimnis in dir verankert werden, ja, verankert sein, was aber auf die Oberfläche geholt werden muss, um es besiegt zu werden. Ja? Das kann auch damit zusammenhängen, dass man es einfach benennt. Ja? Ja, du wirst es besiegen, aber es wird nicht einfach sein. Es wird halt wehtun. Und das ist aber auch in Ordnung, denn du wirst damit neue Zukunft für dich erschaffen. Neue Entscheidungen treffen können. Neue Wege für dich finden. Ja. Es ist nicht einfach, aber es bietet gleichzeitig auch so viel. Oh je, liebe Fische, diese Woche ist echt anstrengend, Leute. Gut, wir werden uns gleich mit diesen Karten auf Ymir auch dein Gegenüber anschauen und der ist farbenfroh. Der ist farbenfroh. Wir werden mal sehen. Stabil und farbenfroh. Mit diesen Karten werden wir uns dein Gegenüber anschauen, mit diesen Karten eurer Beziehungsebene. Mit den Chuck-Spezzano-Karten der Lieben werden wir uns nochmal drei Karten ziehen, um zu schauen, was dein Gegenüber noch so für Themen gerade hat, ja, mit denen er sich da so auseinandersetzt. Und wenn ich ein Aufeinander zusehen sehe oder eine Action sehe, dann werde ich nochmal eine Zeitkarte ziehen, okay? Wenn du an der Fortsetzung interessiert bist, liebe Fische, dann freue ich mich, wenn wir uns gleich auf Vimeo sehen. Den Link zu der Fortsetzung findest du in der Beschreibung des Videos sowie im ersten Kommentar. Und falls nicht, was soll ich sagen? Es ist nie gut, solche tiefen Wunden in sich zu tragen, wenn die können sich immer wieder entzünden, ja? Es ist immer gut, manchmal ist es schmerzhaft, aber nochmal einen Schnitt zu machen. Diese entzündete Stelle nochmal zu behandeln und dann nochmal endgültig zuzunähen und zu sagen, jetzt geht's voran. Ja, jetzt bin ich schmerzfrei. Sehe das wirklich als ein Schnittwunde, die sich entzündet und die du einfach allem für immer ausheilen kannst. Ja, die kann natürlich immer wieder noch ein bisschen jucken, wenn das Wetter sich verändert oder ja, dass sie, weiß ich nicht, wetterabhängig ist oder schmerzempfindlich oder sonnenempfindlich oder was auch immer, ja. Das ist eine Wunde, die dich ausmacht, aber die sollte dein Leben nicht beeinflussen, okay? Ich wünsche dir alles Gute und ich freue mich, wenn wir uns gleich bei Vimeo sehen. Tschüssi!